bin auch erleichtert, dass wir den Zuschlag bekommen haben. Aber freuen? Ich muss eben immerzu an Katja denken, nach ihrem Tod. Worüber soll ich mich da noch freuen? Er mit dem Fax. Nur über meine Leiche. Ja! Na los, Degenhardt. Verbrennen Sie sich doch Ihre dreckigen Finger. Ja, das war's dann wohl. Ja, Degenhardt, jetzt haben Sie nichts mehr gegen mich in der Hand. Und jetzt verschwinden Sie und lassen Sie sich hier nie wieder blicken. Nochmal schieße ich nicht daneben. Einmal schlechter Schütze, immer schlechter Schütze. Jeder Tag, den Sie in dieser Stadt verbringen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen etwas zustößt. Sie glauben doch nicht wirklich, dass ich Ihretwegen abhaue. Es ist nur zu Ihrem Besten. Ich bleibe. Nicht nur, weil Sie das ärgert, sondern vor allem wegen Sebastian und Rebecca. Dann sollten Sie ab jetzt immer gut... sehr gut auf sich aufpassen. Was ist los? Ich wünsche frohes Wundenlecken. Wo ist das Fax? Rachmaninoff Prélude 5 und 12. Oder hier, Johannes Brahms. Sonate für Violine und Klavier in F-Moll. Hoppla. Was würde ich nur ohne dich tun? Fallen? Also nach der OP fange ich sofort wieder mit dem Üben an. So 3-4 Wochen solltest du der ganzen Sache aber schon Zeit geben. Auch so lange. Alles andere wäre extrem unvernünftig. Ach, meine Hand heilt bestimmt wieder ganz schnell. Irgendwann spiele ich auch in der Philharmonie. Mit Lang Lang, Kai Adomeit oder John Lill. Der wurde übrigens vor 9 Jahren überfallen. Der hatte die Sehnen verletzt, bei beiden Händen. Na, da gehst du doch lieber auf Nummer sicher, wie? Du sorgst gleich selbst für deine Verletzungen. Sag mal, war der eigentlich wirklich schon immer so ein Arschloch? Ach, lass dich nicht ärgern, hör nicht hin. Was war denn jetzt mit diesem Lil? Konnte der weiterspielen? Ja, der spielt nach wie vor fleißig Konzerte. Bin mir sicher, hat seine Hand auch vernünftig auskuriert. Ja, du hast doch selbst gesagt, das ist nur ein ganz kleiner Eingriff. Ich bin mir sicher, danach spiele ich genauso gut wie vorher. Kann ich Ihnen noch was anbieten? Nein, danke. Ein Imbiss vielleicht? Das ist wirklich lieb von Ihnen, aber ich werde gleich fahren. Es war ein langer Tag heute. Und ein erfolgreicher dazu. Willst du was essen? Matthias? Nein, nein. Ich hau mich dann hin. Wird ein einsames Mahl für mich. Dafür setze ich gleich noch das Schreiben an Gomez auf. Na, hörst du das, Matthias? Unsere neue Mitarbeiterin. Ja, das ist wirklich großartig. Aber seid mir nicht böse. Ich bin jetzt wirklich reif fürs Bett. Gute Nacht und nochmal. Dankeschön. Es war mir ein Vergnügen. Schlaf gut. Mit diesem Fax hätten wir Ansgar und Tanja die Veruntreuung der Firmengelder nachweisen können. Er hat leider einen Moment zu früh gemerkt, dass wir ihn an den Eiern haben. Ja, Entschuldigung, ich sag's, wie es ist. Wir haben verloren. Wir waren so nah dran. Ich frage mich, wie ernsthaft seine Drohung ist. Oh. Wenn Rache sein Motiv ist. Gegen Ansgar ist ein Racheengel die reinste Friedenstaube. Sie sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen. An Ihrer Stelle würde ich für eine Weile verreisen. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Hören Sie mal. Was gibt es Besseres, als das eigene Leben zu schützen? Darum zu kämpfen? Sie sind eindeutig in der schwächeren Position. Da ist noch was anderes. Rebecca und Sebastian. Die beiden sind sowas wie Familie für mich. Sie haben endlich wieder ein bisschen Vertrauen zueinander gefasst. Das ist nicht gerade etwas, was meine Zeitgenossen mir im Überfluss entgegenbringen. Also ich bin sicher, die beiden verstehen ihre Lage. Ich habe sie schon so oft enttäuscht. Aber diesmal ist das etwas ganz anderes.
Selbst wenn ich wollte. Mit meinen paar Kröten käme ich nicht weit. Also, wenn das wirklich daran scheitern sollte, ich könnte Ihnen die nötigen Mittel zur Verfügung stellen. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Woher weißt du denn? Von Sarah. Du hast ja dein Handy wiedergefunden. Ja, es war zum Glück im Auto. Ich dachte schon, ich hätte es bei dem Konzert verloren. Hat es dir nicht gefallen? Doch, wieso fragst du? Naja, Sarah ist gerade auf einer Rachmaninow-Wolke an mir vorbeigeschwebt und du? Naja, ich wünschte eben, Sarah hätte die Operation schon hinter sich. Du machst dir mehr Sorgen als sie. So einfach ist das auch nicht. Für Sarah schon. Und wenn sie dann erstmal wieder Klavier spielen kann. Ja, wenn. Wenn. Du tust ja so, als hätte sie eine Herztransplantation vor sich. Die Risiken der Operation sind aber auch nicht ohne. Ja, aber Sarah... Sie weiß nichts davon. Will sie es nicht wissen oder hast du es ihr verschwiegen? Ach, Leonard. Ja, was denn? Soll ich sie etwa schon vor der Operation beunruhigen? Sie muss doch selber das Risiko abwägen. Was ist denn so gefährlich? Also im schlimmsten Fall könnte ihre Hand steif bleiben. Dann hätte ihre Karriere als Pianistin ein Ende, bevor sie begonnen hat. Das musst du ihr sagen. Ja, ich weiß. Danke. Ist noch alles drin? Mhm. Übrigens, wenn ihr weiterhin eure Geschäftsabschlüsse außer Haus und nicht mit mir feiert, dann wüsste ich schon ganz gerne, warum. Wir haben nicht gefeiert. Nach so einem erfolgreichen Tag? Herr Brandner, also Matthias Brandner, war absolut nicht in der Stimmung. Senor Gomez hat mich für seine Frau gehalten. Ja, und was? Ah, er musste an Katja denken. Es tut mir wirklich leid für ihn. Sag mal, du kennst ihn noch besser. Hast du vielleicht eine Idee, wie man ihm helfen kann? Oh. Danke, Linda. Trauer braucht seine Zeit. Überleg mal, die beiden waren über 20 Jahre verheiratet und das Ganze ist gerade mal 6 Wochen her. Es macht mich selbst richtig fertig, daneben zu sitzen und nichts machen zu können. Aber da gibt's kein Patentrezept. Vielleicht gehe ich ihm in Zukunft besser aus dem Weg. Was? Warum das denn? Naja, Charlie, ich will ihn nicht in seiner Trauer stören. Also in seiner Situation, denke ich, sind solche Störungen mehr als willkommen. Er denkt bestimmt schon mehr als genug an Katja. Und ich soll so tun, als sei nichts passiert? Naja, wenn du dich von ihm zurückziehst, weil du denkst, du machst etwas falsch oder du störst ihn, dann bringst du ihn nicht weiter. Benimm dich ganz normal. Dann wird er am ehesten begreifen, dass das Leben weitergeht. So, jetzt wird aber Eier gemacht, hä? Der Papa ist da. Dich werde ich niemals verlassen. Niemals. Das war wirklich ein schönes Konzert. Also, von mir aus können wir das gerne öfter machen. Die Sache ist nämlich die, man darf sich auf keinen Fall von seinem Beruf aufreißen lassen, sondern man sollte sich auch mal den schönen Dingen des Lebens widmen. Was willst du eigentlich noch von mir? Sarah, ich habe mich doch jetzt bestimmt 5-mal bei dir entschuldigt. Und das ändert nichts an der Tatsache, dass du mich wie ein unmündiges Kind behandelst. Hör mal, es gibt 2 Sorten Ärzte, ja? Die einen machen ihre Patienten immer schon vor dem eigentlichen Eingriff verrückt und die anderen... Ja, und bei den anderen? Da sterben die Patienten zwar in der OP, aber sie hatten wenigstens vorher keine Angst, weil sie nichts von den Risiken wussten. Und so eine Sorte Arzt bist du. Sarah, was bringt es denn, wenn ich dich vorher schon verrückt mache? Ich will selbst entscheiden, auf was ich mich einlasse. Und das kann ich nur, wenn ich die Fakten kenne. Ja, das hätte ich dir schon noch beigebracht. Wann denn? Mit der Narkosespritze in der Hand? Ist ja gut, ich habe einen Fehler gemacht, ja.
kann dir nur so viel versprechen, es kommt in Zukunft nicht mehr vor. Ich werde dich über alles, was du wissen musst, aufklären, okay? Musst du nicht. Ich werde selbst mit dem operierenden Arzt sprechen. Wollen Sie über meinen Vorschlag nicht noch einmal nachdenken? Es ist schon sehr spät. Was hat das damit zu tun? Sie hatten die ganze Zeit keinen besonders guten Einfall. Warum sollte Ihnen ausgerechnet jetzt noch einer kommen? Hören Sie mal, ich will Ihnen helfen. Das finde ich wirklich rührend, aber mehr auch nicht. Ich lasse mich doch von Ansgar nicht aus der Stadt jagen wie in einem billigen Western. Also in einem Punkt ähneln Sie Ansgar mehr, als Ihnen lieb sein dürfte. Sie sind genauso unnachgiebig. Ich fasse das mal als verkapptes Kompliment auf. Diese Haltung könnte Ihnen noch jede Menge Probleme bereiten. Hey, ist ja tatsächlich noch jemand wach? Becky, meine Süße. Wo kommst du denn her? Aus dem Kino. Ich brauchte einfach mal ein bisschen Abwechslung. Schön. Oh, danke. Schaffst du es am Morgen für trotzdem rechtzeitig ins Bett? Sicher. Dann hole ich dich ab und wir fahren zu Sebastian ins Krankenhaus. Mhm. Ich wünsche eine geruhsame Nacht. Wir waren noch nicht fertig. Bis morgen. Hattet ihr wieder Streit? Mit diesem Mann ist einfach nicht zu reden, aber was reg ich mich auf? Ist das mein Leben? Was war denn los? Nichts. Rebecca, ich könnte deine Hilfe brauchen. Und zwar? Degenhardt ist in großer Gefahr, aber auf mich hört er nicht. Geht es vielleicht ein bisschen genauer? Er sollte für eine Weile von der Bildfläche verschwinden, untertauchen. Aber warum? Besser, du weißt es nicht. Bitte, glaub mir einfach. Du bist wie eine Tochter für ihn. Vielleicht hört er auf dich. Auf welchem Schwarzmarkt, bitteschön, haben Sie Ihren Hauptschulabschluss gekauft? Ja, ich komme ja! Ich brauche 3 Tonnen Sand. Sand wie Sandmann, Sanduhr, Sandkasten. Ja doch! Nein! In einer Stunde ist die Lieferung auf der Baustelle. Arno Brandner, heute ist dein Glückstag. Natürlich, brennt's irgendwo? Entschuldigen Sie, ich dachte schon, hier schlafen noch alle. Ja, wir sind tatsächlich noch oben im Schlafzimmer. Unser kleiner Wecker hat heute seinen Landschläfertag. Ah, ich habe das Projektangebot soweit übersetzt. Sie sind ein Schatz, entschuldigen Sie. Ich habe da allerdings noch ein paar Fragen. Ach, wissen Sie, können wir das nicht auf später verschieben? Ich habe noch einige Telefonate zu führen. Außerdem muss ich dann gleich auf die Baustelle. Gut, dann kläre ich das mit Ihrem Cousin. Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist. Wissen Sie, Matthias, geht es nicht so gut, dieses kleine Missverständnis gestern mit Gomez, das hat ihm ziemlich zugesetzt. Ich glaube, wir sollten ihn diesmal in Ruhe lassen. Aber zum Babysitten bleibe ich trotzdem hier, wie ausgemacht. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es ja nicht verkehrt, Ihren Cousin an seine Termine zu erinnern, obwohl er trauert. Die Arbeit lenkt ihn vielleicht ein wenig ab. Das wäre wichtig für ihn, haben Sie gestern selbst gesagt. Hab ich selbst? Ja. Wo Sie recht haben, haben Sie recht. Also gut, ich sage ihm Bescheid, dass Sie da sind. Aber fallen Sie lieber nicht mit der Tür ins Haus. Keine Angst, ich bin ganz behutsam. Matthias! Besuch für dich! Frau von Landstein, Herr Degenhardt wünscht Sie zu sprechen. Danke, Justus. Wo bleibst du? Ich dachte, wir wollten zu Sebastian. Ja, gleich. Möchtest du einen Tee? Tee? Trinke ich nur, wenn ich krank bin. Und Kaffee hatte ich auch schon genug. Also? Adrian, ich habe Angst um dich. Hat sie dich jetzt auch schon verrückt gemacht mit ihrer Paranoia? Sie hat mir nur gesagt, was gut für dich ist. Das kann ich selbst am besten beurteilen. Dazu brauche ich nicht die Einschätzung einer einsamen Witwe. Aber was spricht denn dagegen, wenn du für eine Weile verschwindest? Mein Selbstverständnis, mein Stolz? Was ist einem Toten sein Stolz? Was nützt einem Feigling sein Leben? Aber das hat doch nichts mit Feigheit zu tun. Denn was ist mit dir und Sebastian? Ich kann euch doch nicht im Stich lassen. Aber besser, du bist irgendwo in Sicherheit als hier, wo dir jederzeit was passieren kann. Ich fühle mich ziemlich sicher. Als Eltern gestorben sind, ist die Welt schon einmal untergegangen. Jetzt mal nicht gleich den Teufel an die Wand. Ich werde schon nicht sterben. Und was, wenn doch? Was ist, wenn dir was zustößt?
Ich will dich nicht auch noch verlieren. Bitte, Adrian. Es wäre doch nur für eine bestimmte Zeit und dann würden wir uns wiedersehen. Dann ist sie ohne ein Wort zu sagen in die Klinik? Ja. Sie ist immer noch sauer wegen gestern. Ja, das wäre ich an ihrer Stelle auch. Hinterher ist man immer schlauer. Natürlich war es dumm von mir, dass ich das die ganze Zeit vor mir hergeschoben habe. Ich hätte Sarah schon vor einer Woche sagen müssen, was Sache ist. Ja, aber du hast ja lieber so getan, als sei Maniküren gefährlicher als diese OP. Jetzt versuche ich ihr auf jeden Fall zu helfen. Aber sie ist so enttäuscht, da ist kein Durchkommen. Mann, ich hoffe nur, sie macht keinen Rückzieher. Glaubst du, sie sagt die OP ab? Das würde das Ende ihres großen Traums bedeuten. Aus medizinischer Sicht gibt es keine Alternative. Bei dem, was Sarah hat, dieses Karpaltunnelsyndrom, da ist eine Operation unumgänglich. Wenn Sarah die Operation nicht macht, dann wird sie wahrscheinlich ihre Hand nie wieder vernünftig bewegen können. Das wird dir der operierende Arzt auch sagen. Ja, sicher. Nur so wie Sarah gestern Abend drauf war, da traue ich ihr durchaus eine Panikreaktion zu. Frau von Lahnstein? Ich bin dran. Nur zu, Dr. Berg weiß nicht. Sie müsste jetzt beim Arzt sein. Ich hoffe, sie tut das Richtige. So, ich fahre jetzt zu Frenzen auf die Baustelle. Ja, wenigstens du verstehst mich. So, jetzt haben wir es. Fertig? Fertig. Ich wusste gar nicht, dass Spanisch so kompliziert sein kann. Ja, das wissen die meisten nicht. Viele halten das Deutsch der Spanier auf Mallorca für Spanisch. Und wenn sie dann tatsächlich das Bier bekommen, das sie bestellt haben, verzichten sie gerne auf einen Sprachkurs. Warum einen Kurs belegen, wenn ich so eine charmante Dolmetscherin habe? Ja, immer andere für sie schreiben und sprechen lassen, wenn ihnen das Spaß macht. Naja, nachdem sich das Gomez-Projekt zu vertiefen scheint, sollte ich mir wirklich Gedanken machen, einen Kurs zu belegen. Aber das hat ja noch Zeit. Ja, und für den Notfall bin ich ja auch noch da. Ja, und deswegen habe ich jetzt auch einen Anschlag auf Sie vor. Mhm. Was halten Sie davon, wenn Sie ab jetzt regelmäßig für Brandenburg arbeiten? Erstens machen Sie einen prima Job. Zweitens könnten Sie das Gomez-Projekt betreuen. Okay, gibt's auch noch einen drittens? Drittens? Ach so, ja, drittens. Drittens müsste ich mich nicht in einem Sprachkurs abquälen. Ja, so unter diesen Umständen muss ich das Angebot natürlich annehmen. Was sind da schon richtig gut aus? Kunststück. Auf seiner Station liegen auch nur Leute über 80. Danke. Ach, zum Glück, dass er das nicht gehört hat. Ich hab's ihm vorhin beim Gehen noch gesagt. Tja, wie heißt es so schön? Ich bin dann mal weg. Du fährst? Ich nehme den Flieger. Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Außerdem wird Sebastian ja heute entlassen, da hast du genug zu tun. Was soll das denn heißen? Es reicht, wenn du dich um einen von uns beiden kümmern musst. Deswegen nehme ich mich mal aus der Schusslinie. Pass auf dich auf. Wenn du das sagst, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Okay. Also du gehst jetzt, sonst fange ich noch an zu heulen. Tu dir keinen Zwang an. Bravo. Für eine herzergreifende Vorstellung. Mir bleibt auch nichts erspart. Tja, solange Sie nicht wiederkommen. Darauf würde ich nicht wetten. Denken Sie dran, Degenhardt. Ihr nächster Fehler wie Ihr letzter. Unsere nächste Begegnung wird für einen von uns beiden sehr unschön enden. Ich freue mich schon drauf. Wenn Sie wollen, dann können wir noch die Punkte für den spanischen Bauleiter durchgehen. Es hat noch bis morgen Zeit. Wäre mir ehrlich gesagt lieber. Dringender Termin? Wie man es nimmt.
Ja, fahren Sie ruhig. Um Christina kümmere ich mich schon. Hm? Danke. Dann schaffe ich es vielleicht noch bis zum Anpfiff. Na ja, klar, Fußball, Mensch. Ja, WM-Qualifikationsspiel. Wo ist denn die? Na komm, spring an. Sie sehen sich das Spiel an? Na, hören Sie mal, ich bin mit Fußballschuhen zur Welt gekommen. Ich auch. Ausverkauftes Haus, meine Damen und Herren. 60.000 freuen sich mit uns auf eine hochspannende Partie. Ich darf doch, oder? Sie dürfen nicht, Sie müssen. Sonst verpassen Sie noch die erste Halbzeit. Es geht los. Jetzt heißt es Daumen drücken. Musst du nicht arbeiten? Ich dachte, du hast Spätschicht. Nein, ich habe meinen Dienst getauscht. Warum denn? Ich habe noch was Dringendes zu erledigen. Glaubst du, mit einem Buch wird alles besser? Also wenn nicht, dann haben wir auf jeden Fall unsere erste kleine Ehekrise. Erwin, du so? Schriften zur Musik? Mit Widmung, wo hast du das denn her? Das zeige ich dir erst, wenn du mir endlich verzeihst. Aber nur, wenn du mir versprichst, mich nie wieder anzulügen. Versprochen. Aber du weißt hoffentlich, ich habe das auch gemacht, um dich zu schützen. Ein bisschen bin ich ja auch selber schuld. Ich habe alles Unangenehme, was mit der OP zu tun hatte, konsequent ausgeblendet. Ich hätte mich auch selber informieren können. Sag mal, wie war's denn beim Arzt? Wann hast du die OP? Gar nicht. Ich werde mich nicht operieren lassen. Nur noch 2 Minuten zu spielen. Wo bleibt das Tor? Sonst wird das hier eine Blamage für die Yogi-Elf. Das schaffen die nie. Abwarten, abwarten. Oh nein! Aber jetzt aufpassen. Die 10 allein vor dem deutschen Tor. Den muss er machen. Und ja! Gehalten! Gut, Wahnsinn, wie der den rausgeholt hat. Weltklasse, Weltklasse. Sensationelle Parade von Arthur. Und schon rollt der Konter. Vielleicht die letzte Möglichkeit jetzt. Ich kann doch nicht mehr hinsehen. Rüber! Lahm mit einem Traumpass auf Schweinsteiger. Mit der Hacke weiter auf Frings. Frings nimmt den Ball aus vollem Lauf auf und... Tor! Ja! Tor! 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 Das ist es! Schau dir das an! Ja! Tor! 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 Das ist es! Der Hammer! Wir haben es! Meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, so müssen die Schlussminuten einer zweiten Halbzeit aussehen, wenn das was werden soll mit der WM in Südafrika.